Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, zu einer neuen Folge. Wir haben kleine, heftige Kracher am Start. Ich sitze im Golf R 20 Years Edition, Allradantrieb 333 PS. Und es wird ein richtig schönes Partyding heute, denn Sophie ist auch mit am Start. Heute geht es um zwei Kompakte, die ihr Zuschauer liebt. Ich habe den BMW M135i xDrive dabei aus München extra mitgebracht, denn ich werde jetzt gleich den Matthias treffen und wir werden eure Fragen beantworten. Die erste Frage kommt von MKRoll77 und er möchte gerne wissen, was ist das günstigste Teil und was ist das teuerste Teil, was du in der Zubehörliste bestellen kannst. Und wir beziehen das jetzt auf dieses Fahrzeug hier. Und das günstigste, fangen wir mal damit an, das ist für sage und schreibe 230 Euro die Vorbereitung für den digitalen Schlüssel. Also, dass du quasi das Auto auf- und zusperren kannst und auch damit fahren kannst mit deinem Handy. 230 Euro, das ist das günstigste Teil. Und das teuerste Teil ist die Akrapovic-Auspuffanlage für 3.975 Euro. Das ist nicht ganz günstig, knallt aber schön. Bei meinem BMW M135i xDrive ist das teuerste die Sonderlackierung. Und zwar haben wir hier eine Sonderfarbe, die heißt Sao Paulo Gelb. Kostet Aufpreis 2.400 Euro. Und das günstigste ist Isofix vorne und zwar kostet es nur 50 Euro. Ich treffe mich jetzt gleich mit Matthias. Es wird sehr, sehr lustig. Es wird ein sehr, sehr spannender Tag. Die große Frage ist, wer gewinnt das Q&A? Jawollo! Ich sag mal so, Sophia, das wird, glaube ich, ziemlich wild heute. Ja, aber wir haben ja Allradantriebe. Von sehr, daher wird sehr das gut. Lustig. Jawohl. Hast du Bock? Voll. Das sind coole Autos auf jeden Fall. Ja. Ihr habt uns ja Fragen geschickt bzw. Challenges durchgegeben und wir haben die besten mit ausgewählt und werden die durchführen. Genau. Erste haben wir schon, die Preisnummer. Zweite kommt jetzt sofort. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die beiden schlagen werden, weil es ist tatsächlich, glaube ich, ein sehr, sehr enges Duell. Und deswegen wird es lustig. Es wird wild. Auf geht's. Los geht's. Es ist rutschig. Erstmal den Driftmode wieder einschalten. Ich fahre heute den VW Golf R 20 Years. 333 PS. 270 Stundenkilometer ist er schnell, geht in 4,6 Sekunden von 0 auf 100 und das Ganze kostet mit allen Extras, die wir hier verbaut haben, 72.740 Euro. Ich fahre heute den BMW M135i xDrive. Das Auto hat 306 PS, die V-Max liegt bei 250 km/h, geht von 0 auf 100 in 4,7 Sekunden und der Testwagenpreis liegt bei 64.650 Euro. Diesmal durfte quasi unsere Insta-Community bestimmen, was wir für Challenges machen. Ihr wollt es sehen, deswegen machen wir es. Matthias, bei der zweiten Frage ist schon richtig Action geboten. Yes. Denn H. Puppe hat sich gewünscht, dass wir die Elchtest-Pylonenstrecke mit Temposteigerung, bis die erste Pylone fällt, durchführen. Sehr gut. Und jetzt haben wir hier so eine, ja eigentlich den Elchtest mal aufgebaut. Genau, habe ich schon mal vorbereitet für euch. Es ist super eng. Das ist super eng, das ist wirklich sehr, sehr technisch. Und wir werden jetzt, damit so ein kleiner Challenge-Gedanke auch dazu kommt, werden wir das gegeneinander fahren. Ja. Also ich fahre mit dem Golf, du fährst mit dem BMW. Ja. Und dann steigern wir das Tempo sukzessive immer wieder um 5 Kilometer pro Stunde. Mhm. Und schauen dann am Ende, wer als erstes aussteigt. Beziehungsweise wer am längsten im Game bleibt. Reißt jemand ein Hütchen, gibt's noch einen weiteren Versuch. Fliegt wieder eins, ist man raus. Den Elchtest haben wir eigentlich selten im Programm. Ich weiß gar nicht warum, weil es ist mega spannend. Das ist wirklich extrem schwierig zu fahren und es zahlt natürlich darauf ein, wie ist das Handling des Fahrzeugs. Den Elchtest bzw. den genormten VDA-Ausweichtest starten Matthias und Sophia bei Nässe und mit 50 km/h. Wer wird die exakt 61 Meter lange Pylonengasse am Ende mit höherer Geschwindigkeit durchfahren? Dieser Test ist vor allen Dingen dafür da, um zu gucken, ob die Systeme gut arbeiten. Das, vor allen Dingen kommt das aufs ESP drauf an, weil du fährst da rein und du hast einen extremen Wechsel der Richtung. Und da muss das ESP richtig denken und lenken dann auch. Wir fahren jetzt mit Limiter. Das heißt, wir stellen ein, okay, maximal 50 fahren. Du bleibst voll auf dem Gas. Du kannst dann natürlich irgendwann vom Gas gehen. Ja? Aber gebremst wird nicht. Okay, ich beschleunige auf 50. Ich hab's geschafft. Okay, man muss dazu sagen, also 50 km/h ist zwar schnell so, aber um da durchzufahren, noch okay. So, wir
fahren da durch. Einfahrt ist schon eng. Sehr schön. Easy peasy. Easy peasy, dann machen wir jetzt als nächstes 55. Auch die Versuche mit 55 bis 70 km/h stellen noch keine Herausforderung für Sophia und Matthias bzw. den Golf R und den M135i dar. Die Fahrwerke sind ausgewogen abgestimmt. Trotzdem muss das ESP in beiden Autos schon eingreifen und nachhelfen, damit das doppelte Ausweichmanöver beherrschbar bleibt. 75 ist schon schnell. Es steht noch alles. Es steht noch alles. 75 km/h. Zwei Eingriffe, aber souverän gemeistert. 80 km/h im BMW. No chance. Ah, jetzt hat sie einen weggekickt. Versuch Nummer zwei für Sophia. Ja, mal schauen. So, wir sind bei 80 km/h. Gut. Stehen da noch alle? Nee, stehen nicht mehr alle. Scheiße. Okay, gut. Dann scheitere ich anscheinend bei 80 km/h. Jetzt haben wir die 80. Puh, ist das schnell. Alter Schwede, ist das schnell. Ich will da gar nicht rein. Einen habe ich weggehämmert. Also nutzt nun auch Matthias seinen zweiten Versuch mit 80 km/h. 80. Komm her, Baby. Jetzt machen wir das zusammen, ne? Yes! Ich flipp aus! Ja, gut. Oh, yes! Du hast es geschafft. Bam. Krass. Richtig krass. Ich meine, es geht wirklich um Detailarbeit und Feinarbeit, ja, und wie das Auto ausrichtet oder auch regelt. Aber du hast es geschafft, mit 80 km/h da durchzufahren. Aber ich glaube, dass du die 85 trotzdem nicht damit schaffen würdest, oder? Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass das nicht klappen wird. Ja, okay, lass weitermachen bis zur nächsten Frage. Ne? Ja. Was ist denn die nächste Frage? Wo ist dein iPad? Ich brauche mein iPad. Hol dein iPad jetzt. Ich will die nächste Frage jetzt schon wissen. Sophia, du hast die nächste Frage? Korrekt, ich habe das iPad dabei. Und Lucian N. Finn schreibt, wer hat die lautere Hupe? Totaler Schwachsinn, aber cool. Das würde ich auch so sehen. Also das ist schon eine interessante Frage, weil eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass alle gleich laut sein müssen. Oder? Also es ist da bestimmt geregelt. Also ich habe hier auch so ein Messgerät dabei. Okay. Da werden wir jetzt auch gleich sehen, welche Hupe lauter ist. Gut. Soll ich hupen und du misst, oder genau, was? Genau, ich stelle mich hier hin, ich mache das mal an. Okay. Wir fangen mit dem Beamer an. Okay, also 3 bis 4 Sekunden. Okay, du sagst los. Ja, auf die Wetze, fertig, los. Okay, ich sag dir das Ergebnis jetzt noch nicht. In dein VW bitte. War laut? War laut, aber ich bin gespannt, ob deiner lauter ist. Okay, sag du, wenn ready, ja? Auf die Plätze, fertig, los. Hat sich für mich viel lauter angehört. Okay, ich darf jetzt nicht lauter sprechen. Also für mich hat sich das viel lauter angehört? Ja. Oder? Ja, also deiner war lauter und zwar hattest du 95,4 Dezibel und meiner hatte 91,7. Habe ich also doch richtig gefühlt. Ja, natürlich ist es auch in Deutschland geregelt, dass eine Hupe eine gewisse Lautstärke haben muss, darf, soll. Und zwar, wenn man 7 Meter von den Autos entfernt steht, dann muss die Hupe in einem Bereich rund um 105 Dezibel laut sein. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Ja, 5 Meter haben wir jetzt. Und wir haben keine 105 dB. Ja. Die Hupen sind zu leise. Korrekt. Das gibt's ja gar nicht. Korrekt. Und zwar schon 10 bzw. noch mehr Dezibel. Okay. Schöne Frage. Vielen Dank dafür. Weiter geht's. Ja. Sophie, was machen wir als nächstes? Wir kennen ja alle die schnelle Runde. Ja. Aber jetzt fahren wir die schnelle Runde mal anders. Und zwar im Rückwärtsgang. Die schnelle Runde rückwärts ist, muss ich leider sagen, das ist komplett Gaga. Aber wir haben ja gesagt, ihr sagt an, wir machen es. Ja, das ist unser Motto heute. Und deswegen ziehen wir das einfach durch.
Der Daigen 97 hat sich gewünscht, dass wir die schnelle Runde mal im Rückwärtsgang fahren. Es wird lustig, du setzt dich neben mich. Ich glaube, ich sitze lieber draußen. Ja, also ich bin gespannt, ob es schlecht wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Sound. Okay, mit welchem Auto fangen wir an? Was du willst. Kein BMW, komm. Ja? Okay. Steig ein und los geht's. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Challenge. Haben wir so bei Grip auch noch nie, oder ich habe es zumindest so bei Grip noch nie gemacht. Die beiden fahren dazu die 1,9 Kilometer lange Kurzanbindung des Bilster Berg. Soll ich dir den PDC-Ton noch ein bisschen lauter machen? So? Damit wir vorm Einschlag was hören können? Alter, das ist nicht ganz ungefährlich, ne? Nein, ist es auch wirklich nicht, vor allem mit dem Schnee hier auf der Seite. Also. Was mache ich denn? Gucke ich zurück oder? Ich weiß es nicht. Kann ich da zurückgucken? Nein. Bitte lenk mich doch nicht allzu sehr ab. 3, 2, 1, go! Sophia ist so hart am Atmen. Wir fahren rückwärts 46 km/h. Geht der noch schneller? Ja, der geht bestimmt noch schneller, weil ich stehe nicht voll drauf. Ja. Für mich passt die Linie aus der Richtung hier. Komm, da berghoch müssen wir die V-Max wissen. Ja, jetzt haben wir. Jetzt komm, ja, das ist doch die ganze Zeit ein Lenkeinschlag. Ein Lenkeinschlag. Ja, genau. Ja, es ist halt hochkonzentriert sein hier. Durchs Ziel, warte erst, wenn es gepiepst hat. Oh. Jawohl. Mir schlecht. Mir gar nicht. Echt? Oh Gott, hey. Also wer jemals schon eine Doku über so Fahrschulen und sowas gesehen hat, ne, der weiß im Ansatz nicht, was da in dem Auto gerade abgegangen ist. Nein, es ist gar nichts abgegangen. Nee. Die Sophie hat das so krass gemacht. Das war wirklich Hut ab. Sehr, sehr ruhig gefahren. Grandiose Performance. Ach, mega. Super. Ja, wirklich. Ich bin also gespannt. Also wir haben gebraucht 3 Minuten 14, 435. Okay, und was war Topspeed? Topspeed war 61 km/h. Okay, aber ich glaube, man hätte noch schneller fahren können. So. Kacken wäre, glaube ich, vom Drehzahlband noch da gewesen. Ja. Aber krass, schon 61 km/h rückwärts ist schon. Ja, ja. Und dann noch hier mit Schnee. Und dann haben wir die Leitplanke. Also hier. Okay, los. Komm, hol den Golf. Weiter geht's. Ich fahre den Bock hier weg. Auf die Plätze. Fertig, los. Das geht nicht schneller. Ich stehe voll 30. Drauf. Oh nein! Ich stehe voll drauf. Das wird er nicht gewinnen. Aber die Linie machst du jetzt wirklich gut. Klar, ich bin ja auch Rennfahrerin, weißt du? Ist ja dann wurscht. Ja, ja. Wir sind bei 34. Ui! Das ist Zieleinfahrt. In Germany we call it a Packung. Der Golf regelt bei 30 km/h, wenn man rückwärts fährt, ab. Von daher war die Challenge für den BMW, sage ich mal, gemacht. Wobei man natürlich über das Können der Autos nicht so viel aussagen kann. Es war einfach eine Fun-Challenge. Das heißt, der BMW fährt doppelt so schnell rückwärts? Ja, und ich war noch nicht mal voll drauf gestanden vor dem BMW. Also der geht sehr viel schneller als der liebe Golf hier. Und wir sind eine Zeit von 3 Minuten 58 gefahren. Dementsprechend im Rückwärtsfahren eindeutig der BMW besser. Das war jetzt ein bisschen schwachsinnig, ne? Aber trotzdem lustig. Ja. Was machen wir als nächstes? Ich hole mal ganz kurz das schlaue iPad. Yes, please. Da stehen ja die ganzen Fragen drauf. Boah, macht nichts, wenn es schnell geht. Ja. Okay, also Franz 2802 ho will wissen, wie die Sparsamkeit der Autos aussieht. Finde ich eine sehr gute Frage, denn das sind Autos, das sind Sportwagen, die aber auch wirklich jeden Tag im Alltag bewegt werden. Und deswegen ist es auch wichtig, wie viel sie verbrauchen, weil bei den Autos spielt es schon eine Rolle. Ja, also ich fahre jetzt hier mit meinem Sao Paulo gelben BMW und du mit deinem VW. Und let's go! Ja, die Sparsamkeit-Challenge wird sehr spannend werden. Die Herstellerangaben liegen bei beiden Autos bei 7,8 Liter auf 100 Kilometer gesehen. Ja, mal schauen, welchen Durchschnittsverbrauch wir dann am Ende haben werden. Wir fahren jetzt 50 Kilometer hintereinander über Landstraßen, durch Ortschaften und auch mal kurze Zeit auf die Autobahn, um dann zu schauen, welchen Durchschnittsverbrauch wir auf 100 Kilometer haben. Ich habe jetzt hier erstmal meine Werte
genullt. Wir starten die Verbrauchsfahrt und dann wird einmal der Kilometerstand und Durchschnittsverbrauch genullt. Und ab jetzt wird möglichst sparsam gerollt. Was ich cool finde, ist, dass ich hier in meinem Dash angezeigt bekomme, wie viel Reichweite ich spare, weil ich im Eco-Modus fahre. Also ich bin jetzt 10 Kilometer gefahren und habe schon einen halben Kilometer gespart, indem ich im Eco-Modus unterwegs bin. Hi Sophia. Guten Tag. Und was hast du bis jetzt? Wir sind bei der Hälfte. Ja, also mein Durchschnittsverbrauch liegt bei 7,3. Was? Ja. Warte mal, meiner liegt bei... So? Ah doch, auch 7,3 jetzt. Na dann, es wird eine enge Kiste. Ja, das glaube ich. Fahr vorsichtig. Ja, ebenfalls. Tschö. So, jetzt beschleunigen wir mal auf 130 hoch. Und dann sieht man schon, wie auch der Durchschnittsverbrauch nach oben geht. Beeinflussen auch das miese Wetter und die tiefen Temperaturen von um die 2 Grad den Verbrauch? Also, wir nähern uns langsam den 50 Kilometern. Und man merkt schon, dass einfach nicht mehr so viel Bewegung drin ist. Ne? Also, der Verbrauch pendelt sich jetzt da so ein bei knapp über 7 Litern. Die Frage ist, wie viel hat der drauf, wenn wir die 50 komplettiert haben, und vor allen Dingen, wie viel hat der BMW drauf? Hallo! Sag mal, hast du schon 50? Warte kurz, du hast mich gerade... Ich habe in 300 Metern 50, ja? Du? Ja, ich auch gleich. Also das Positive ist auf jeden Fall, dass ich unter Herstellerangabe liege. Bin ich auch. 7,4 Liter auf 100 Kilometer. Okay, ich habe jetzt 50. Und ich habe exakt 7,4 Liter Durchschnittsverbrauch. Das gibt's ja gar nicht. Eieieiei. Und wir sind ja wirklich, wirklich gemächlich dahin gerollt. Aber ich habe auch gesagt, das ist eigentlich, so fährt man im Alltag. Ne? Wenn du jetzt nicht eilig hast, wenn du keine Spaßstrecke vor dir hast. So, du telefonierst so vor dich hin oder denkst vor dich hin, dann fährt man so Auto. Ja, eindeutig. Oder? Ja. Damit sollte die Fanfrage nach der Sparsamkeit beantwortet sein. Beide liegen gleich auf. Matthias, die nächste Frage kommt von Manu Dannheimer. Und zwar, teste doch mal, wer den besseren Allrad hat auf nasser bzw. schlammiger Wiese mit Launch Control. So, sehr, sehr gute Idee, finde ich. Ja. Weil auf trockener Straße kann es jeder. Ne? Die lustige Frage ist, was macht er, wenn du rutschigen Untergrund hast? Wiese haben wir leider nicht, beziehungsweise haben wir zum Glück nicht. Denn wir haben tatsächlich ein unberührtes Schneefeld, auf dem wir das Ganze jetzt durchführen werden. Strecke 50 Meter, Sophia? Ja. Hier vorne ist die Ziellinie. Yes. Launch Control auf Schnee habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Also, let's go. Ja, cool. Meter ist die Strecke. Normalerweise beschleunigt das Auto von 0 auf 100 in 4,7 Sekunden. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal die Traction Control aktiviert. Und da es ja hier darum geht zu schauen, welcher Allrad besser ist, werden wir Fahrer auch nichts kontrollieren. Also wir werden einfach volle Pulle draufstehen und das Auto regeln lassen. Es kommt halt dann wirklich aufs Auto drauf an und nicht das, was der Fahrer macht. Irgendwie so, ja, vorsichtig und dies, das. Sondern wirklich, was kann die Elektronik, was kann der Allrad? Darum geht's jetzt. 5, 4, 3, 2, 1, los! Junge! Wow, 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 wow! Eindeutig! Nein! Aber so richtig eindeutig. Alter Schwede, ist dieses Ding losgeschossen. Nein! Das haben wir ja wirklich verloren. Boom! Alter! Was war das denn bitte? Das war ja so krass, Sophia! Hä? Das war ja so heftig! Ja, aber ich weiß auch nicht, also meiner hat einfach nur durchgedreht. Durchgedreht? Ja. Also nicht geregelt irgendwie so, das ist mir zu gefährlich? Nee, mir hat's, also für mich hat es sich angehört, dass er durchdrehen würde.
hat einfach kein Gas angenommen. Es war so. Und du wirst, aber ich muss dazu sagen, für dich, ich glaube, dass der erste Moment so das, und die ersten paar Meter, das waren, wo du die Strecke gemacht das hast. Das war krass, dann, wie der losgeschossen ist. Ne? Und da hat man da schon. Also hast du doch so ein bisschen geregelt und Gas nicht zugelassen. Ja. Fakt ist, der Golf ist definitiv auf losem, matschigen Untergrund definitiv schneller. Ja. Also die Launch Control hat richtig reingepeitscht. Das war richtig krass. Ja, war dann nicht so. Aber mei, macht man ja jetzt auch nicht so oft. Machen wir weiter. Weiter geht's. Au! Sophia, wir brauchen die nächste Frage. Ja, und die kommt von X Mr. Wood X. Mit Motor aus einem Berg runterrollen. Wer schneller an dem Zielpunkt ankommt, gewinnt. Okay, das ist ein Seifenkistenrennen mit modernen Fahrzeugen. Ja. Gut. Hast du schon mal gemacht? Seifenkisten? Nee. Nee. Ich auch noch nicht. Also wir haben uns immer irgendwelche Karren gebaut und so, also Dreirad umgebaut als Kinder und so, aber so richtig Seifenkiste habe ich noch nie gemacht. Ja, ich auch nicht. Okay, wir sind am Bilsterberg. Die Auffahrt zum Bilsterberg ist ungefähr 1,2, 1,3 Kilometer lang. Hat drei Kurven. Er hat drei Kurven und es geht wirklich steil bergab. Ja. Also die perfekte Location für ein Seifenkistenrennen. Ja. Wer fährt? Du, ich setze mich daneben, damit es auch so vergleichbar ist. Ja. Okay, gut. Fangen wir mit dem Golf an? Nee, mit dem BMW. Okay. Yes! Also wir machen natürlich den Motor an, wegen Bremskraftverstärker und Servolenkung. Neutral rein. Genau, neutral rein. Handbremse raus. Wir haben 1555 im Golf. Ja, und hier 1600 Kilo. Also er ist 45 Kilo schwerer. Glaubst du, dass deswegen der BMW vorne sein wird? Also wenn man jetzt, sag ich mal, nur auf die Physik schauen sollte, müsste er es eigentlich. Aber es kommen ja dann auch noch Reifen etc. Und Aerodynamik. Kann schon sein, dass der eine. Ja, wie das Auto irgendwie in der Kurve dann auch liegt. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Fertig, los. Also jetzt schon 30 drauf. Und das kommt ja jetzt erst noch, das 40. Ich muss aber dazu sagen, ich finde das ein bisschen komisch, in neutral zu fahren bzw. zu rollen, weil auch das Auto von der Stabilität etc. ist schon vom Fahrgefühl ist einfach. Du kannst halt auch nichts machen, ne? Du kannst nicht irgendwie so, ja, jetzt gebe ich mal ein bisschen mehr Gas oder ein bisschen weniger. Fuß weg von der Bremse. Ich mach gar nichts. Okay, jetzt haben wir schon 70. Wow. Das ist aber schon schnell, ne? Das ist echt schnell, ne? 80. 80. 79, 80, jawohl. Geht aber ohne Bremsen. 85. Und wir sind da! 90! 1, 14, 6, 8, 7. Krass. Krass. Also ich bin gespannt im Vergleich zum Golf, aber wir sind einfach auf 90 km/h hochgekommen. Und nur mit einem Berg runterrollen, der 1100 Meter lang ist. Ja, das ist krass. Wird der Golf R 20 Years diese Strecke rollend schneller oder langsamer hinter sich bringen? Ich persönlich glaube nicht, dass es Unterschiede gibt, weil was soll groß sein? Okay, der Rollwiderstand vom Reifen könnte unterschiedlich sein. Zählst du mich an? Auf die Plätze. Mithilfen, ne? Fertig. Los. Los, come on, come on! Aber für mich fühlt sich irgendwie, ich finde, dass es langsam mal losging. Ja? Ich weiß nicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal 30. 29, 30. Ich finde es auch super schwer, das jetzt zu vergleichen. Gut, dann mache ich mich mal aufs Einlenken bereit. Ja, wir sind langsamer. Ja? Ja, doch, weil wir hatten in der Kurve schon 75. Das gibt's ja nicht. Doch, wir sind langsamer. Woran liegt das? 84, 85, 86, 87, 88. Oh ja. Tatsache. Sag ja, wir waren nicht mal auf 90 km/h und sind einfach krass langsamer mit dem.
Jetzt kommt ein sehr, sehr interessantes Ergebnis. Der BMW war 2,5 Sekunden, also knappe 2,5 Sekunden schneller als der VW. Finde ich mega krass. Das sind 45 Kilo Unterschied. Also der BMW wiegt 1600 Kilo und der Golf wiegt 1555 Kilo, also sind 45 Kilo Unterschied. Das kann schon einen Unterschied machen. Ja. Fakt ist, das, was normalerweise gut ist, nämlich dass ein Auto weniger wiegt, ist jetzt schlechter gewesen. Ja. Das war eine sehr, sehr coole Challenge, genau. Beziehungsweise Frage. Wir haben sie gemeistert und jetzt geht's weiter. Jalla. Bäm. Au. Au. Ich wollte schon immer ein Dinner mit dir haben. Ach, endlich haben wir es geschafft, oder? In der Kälte. Ja, ganz romantisch. Ja, bei gut. Tageslicht. Herrlich. Es hat sich ja jemand hier was dabei gedacht. Ja. Und zwar war das der Malermeister Jens Henschel. Er wollte, dass wir ein Seil an dem einen Ende des Autos und am anderen Ende eine Tischdecke auf einem gedeckten Tisch anbringen. Und das Auto, welches es schafft, die Tischdecke ohne Scherben wegzuziehen, ist der Gewinner. Also ich bin ja gespannt, ob es überhaupt ein Auto schafft, keine Scherben zu verursachen. Ich glaube, diese Servietten hier müssen wir wegmachen, weil die haben zu viel Grip. Das ist wie so eine Anti-Rutschmatte. Die würde ich wegnehmen. Und dann ist die Frage, ob es funktioniert. Ja, ich bin ja dabei. Gut, also mein Auto ist ja schon angebracht. Ich steige da jetzt ein. Yes. Du das gehst. iPad nehme ich mal lieber, glaube ich, in die Hand. Ja, schöne Stühle. Mensch, ich dachte, wir essen jetzt. Gut. Ja, heute Abend essen wir ganz in Ruhe. Es gibt hunderte von Videos wahrscheinlich, die im Internet kursieren, die das zeigen. Bei manchen klappt es, bei manchen nicht. Wir wissen es nicht und genau deswegen probieren wir es aus. Ich bin sehr gespannt jetzt. Bremse ist gedrückt, Gas ist gegeben, Launchkontakt tief. Und oh mein Gott! Irgendwas ist gefallen, irgendwas ist geflogen. Die Teller sind liegen geblieben und die Gläser sind runtergeflogen. Das nenne ich Qualität. Ja? Vom Tisch runtergefallen und nicht kaputt gegangen. Krass. Also das Lustige ist wirklich, Sophia, die Gläser sind runtergefallen und die schweren Sachen sind drauf stehen geblieben wegen der Massenträgheit. Mhm. Das war nicht so dieses Rutschige, das hat gar nicht den Ausschlag gegeben, sondern weil sie einfach so schwer sind, dass sie liegen bleiben, dass sie nicht so arg mitgezogen werden. Ja gut. Scherben bringen Glück. Ja, ich würde jetzt nicht mal reinfahren im Auto. Wir räumen jetzt auf ja. Und dann macht der Golf mal einen Versuch. Yes. So. So. Top, schön hast du das gemacht. Ja, herrlich, du oder? Du steigst jetzt in den Golf ein, ja. Machst Launch Control. Viel Spaß. Linker Fuß auf die Bremse. Jesus Christ. Oh mein Gott. Alter Schwede, wie lange das dauert, bis das Ding gespannt ist. Also bei mir stand auf jeden Fall mehr. Wobei wir haben hier auch einen Teller, der überlebt hat, der runtergefallen ist. Wow, ich habe mal kurze Zeit Angst bekommen hier. Was? Also ein Teller hat überlebt, der ist runtergefallen, hat überlebt. Der ist runtergefallen? Ja, der ist runtergefallen. Die Scherben sind meiner Meinung nach weiter geflogen. Ja. Ich weiß nicht, ob du schneller warst, I don't know. Aber sie sind auf jeden Fall weiter geflogen. Dafür gibt es definitiv keinen Punkt und das ist auch gut so. Ja. Aber wir hatten heute ein paar Sachen, die tatsächlich eine Relevanz haben. Für die Autos, ne? Einfach welches Auto ist besser und da gehen wir jetzt einmal ganz kurz durch. Also angefangen beim Elchtest, es war sehr, sehr lustig, aber ja. Ich muss zugeben, deiner hat die 80 km/h geknackt, genau. Meiner nicht. Hat er gut gemacht. Von daher geht der Punkt auf jeden Fall an den Golf. Yes! Ich flip aus! Sparsamkeit. Genau. Herstellerangaben waren beide bei 7,8 Liter, wir hatten beide 7,4 Liter erreicht nach 50 Kilometer, von daher ein Unentschieden. 7,4 Liter auf 100 Kilometer. 7,4 Liter Durchschnittsverbrauch. Sie sind einfach gleich.
kriegt jeder einen Punkt. 2-1. Und bei der Allrad-Challenge, die wir ja, sag ich mal, im Schnee getestet haben mit der Launch Control. Ja. Nein! Warst auch eindeutig du mit dem Golf der Sieger. Von daher steht es am Ende 3-1 für den lieben Golf. Was ich okay finde. Das hier ist das sportlichere, das komplettere Auto. Auf jeden Fall. Von daher verdient, alles gut. Ich steige jetzt trotzdem in meinem BMW ein und fahre nach München zurück. Also du hast ja quasi jetzt dann das verloren so ein bisschen, weil du warst ja in meinem BMW. Da würde ich doch vorschlagen, dass du jetzt noch ganz kurz hier einmal durchfegst. Nee, weil du bist der Sieger. Du kannst dich jetzt eh erfreuen. Also kannst du jetzt auch noch ein bisschen arbeiten. Tschüss. Okay, tschüss. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Ich hole mir meinen Besen.